Stefano Celozzi ist heute im Interview bei uns. Der ein oder andere wird es vielleicht sogar schon verdrängt haben, aber wir sind Tabellenführer, weil wir 5:0 in Fürth gewonnen haben. Wie hat sich das jetzt so die letzten 14 Tage angefühlt? Ja, super natürlich mit dem 5:0-Sieg und dann mit der Tabellenführung in die Länderspielpause zu gehen. Ich denke, wir haben uns jetzt gut regeneriert und freuen uns dann am Sonntag wieder gegen Leipzig einen hochklassigen Gegner zu haben. Fürth ist das Stichwort. Das war ja der erste Sieg nach der Länderspielpause, die davor war. Denn die Länderspielpause auf dem September, die hatte, oder im Ende August, die hatte dann ja zur Folge, dass wir die 4 Spiele danach nicht gewinnen konnten. Jetzt unken schon die einen oder anderen. Mensch, jetzt war wieder eine Länderspielpause. Wie kommen Sie denn wohl jetzt aus den Startlöchern? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da hat keiner von uns irgendeinen Gedanken daran verschwendet. Ja, wie gesagt, ich denke, wir hatten auch ein positives Erlebnis in Fürth, ein sehr positives Erlebnis mit dem 5:0. Und freuen uns einfach drauf. Wir wissen auch, dass jetzt eigentlich nur noch Kracher kommen. Vor dem Spiel gegen Fürth habe ich schon gesagt. Fürth war Vierter damals, jetzt kommt Leipzig, sind aktuell, glaube ich, vierter Platz. Der Verein mit den größten Ambitionen in unserer Liga und wollen unbedingt aufsteigen. Und das geht dann auch die nächsten Wochen so weiter, Schlag auf Schlag. Die Qualität des Leipziger Kaders, die ist schon enorm, oder? Ja, sicherlich. Nicht nur das Kader, sondern auch was der Verein in den letzten paar Jahren auf die Beine gestellt hat. Wie viel sie auch investiert haben. Nicht nur in den Kader, auch drumherum. Alles natürlich ist nur eine Frage der Zeit, dass Leipzig in die Bundesliga aufsteigt. Wir schauen mal, dass wir das mit einem Sieg die Chancen dann etwas verringern, sagen wir es mal so am Sonntag. Wie groß stehen denn unsere Chancen auf den Sieg? Wie würdest du die beziffern und warum? Auch eigentlich so wie in jedem Spiel. Zweite Liga ist ziemlich offen, jeder kann jeden schlagen. Wir sehen es mit einem guten Tag, geht wirklich einiges. Und genau den brauchen wir auch am Sonntag, um auch gegen Leipzig erfolgreich zu sein. Jetzt kommen dir und Timo auf den Außenbahnen, kommt natürlich so eine besondere Bedeutung zu. Ihr seid ja diejenigen, die mitunter das Spiel sofort eröffnen. Das ist, seitdem Gert-Jan Verbeek Trainer bei uns ist, mehr denn je Fakt. Die Rollen habt ihr mittlerweile sehr gut verinnerlicht und sehr gut angenommen. Es lief, dass du das sagst. Das weiß ich nicht, müssen die anderen beurteilen. Aber ja, ich weiß nicht, ob uns da so eine große Bedeutung zukommt. Leipzig ist einfach auch eine gute Mannschaft, auf allen Positionen super besetzt. Vielleicht kann man sagen, dass die Offensive etwas stärker ist als die Defensive, sicherlich. Aber ich finde, dass wir eine tolle Mannschaft haben. Ich habe es immer gesagt, auch bevor wir mit der Saison angefangen haben. Wir haben richtige Qualität, auch bei uns im Kader. Und ja, ich sehe unsere Chancen sehr, sehr groß, dass wir auch am Sonntag gewinnen können gegen Leipzig. Wird das gegen Leipzig einfacher, weil das auch eine Mannschaft ist, die selber eher den Ball fordert und gerne mit dem Ball arbeitet? Nein, das wird sicher nicht einfach. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass keiner von uns denkt, dass es ein einfaches Spiel wird oder dass es irgendwie uns in die Karten spielen könnte oder dass es uns entgegenkommt, dass sie Fußball spielen wollen, dass sie offensiv spielen. Nein, auf gar keinen Fall. Wir wissen, dass wir mehr als alles an den Tag legen müssen, um gegen Leipzig zu gewinnen. Ja. Deine persönliche Bilanz gegen Leipzig ist wie die von uns auch eher ausbaufähig, sagen wir es mal so. Bisher gab es nur 2 Pflichtspiele, beide gingen an Leipzig. Das letzte hier in Bochum allerdings etwas glücklich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, du hast gerade gesagt, es gab ja noch nicht so viele Spiele. Zwei an der Zahl, wo wir, ja, ich glaube, im zweiten, im Rückspiel bei uns zu Hause eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht haben. Ich kann mich erinnern, ein bisschen Probleme hatten mit ihrem Pressing, weil sie relativ hoch gepresst haben und früh draufgegangen sind. Hatten wir unsere Schwierigkeiten, aber dann sind wir eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen und ja, ich denke, am Ende war es unglücklich. So, und ja, am Sonntag haben wir die Chance zu gewinnen und ich will nicht sagen, wieder was gut zu machen oder sowas vom letzten Jahr, weil das ist eigentlich vergessen. Aber ja, wir freuen uns einfach drauf, so wie wir uns auf jeden Gegner freuen und ganz besonders mit Leipzig. Ich glaube, ist auch für die Fans immer was Schönes und so. Ja, ich glaube, es wird ein schönes Spiel am Sonntag. Besten Dank. Bitte schön.